die richtigen Mitarbeiter finden, und zwar branchenunabhängig. Lass dir von niemandem erzählen, dass es nicht geht oder dass es schwierig ist oder dass es kompliziert ist oder dass es sehr aufwendig ist. Es geht so. Meine Kunden, und ich sehe das tagtäglich, finden genau die richtigen Mitarbeiter, die sie eben brauchen, und zwar branchenunabhängig. Ob Rauchfangkehrer, ob Arzt, Apotheker, Gastronomie, Baugewerbe, Dienstleistungen, in allen Branchen finden meine Kunden, und zwar selber, die richtigen Leute in jedem Bereich, wo sie sie eben brauchen. Ein Kunde von mir hat vor kurzem einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gesucht, hat 42 Bewerbungen bekommen. Und wenn du die zwei Fehler, die die allermeisten machen, nicht machst, dann bist du deutlich im Vorteil. Dann brauchst du nur noch die richtigen Impulse setzen, dann findest du genau das, was du brauchst. Und wenn du dir schwer tust, schreib mir, dann helfe ich dir gerne. Die zwei gröbsten oder die zwei größten Fehler, die die allermeisten bei der Mitarbeitersuche machen. Der erste Fehler, der Fokus geht meistens in die falsche Richtung. Das heißt, sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte sind sich selber ganz sicher, Mitarbeiter finden ist schwierig, ist aufwendig. Es gibt keine Leute am Markt. Und wenn sie mit anderen Leuten reden, dann sagen die, ja, es gibt nichts mehr. Alle suchen. Es ist nicht mehr, ich weiß nicht, was los ist. Eine Kundin hat vor kurzem zu mir gesagt, weißt du, Johannes, es mag ja alles sein, was du sagst. Aber ich finde wirklich nichts. Es gibt nichts am Markt. Und alle sagen, sie finden auch nichts. Allen geht es gleich. Siehst du, der Fokus in der falschen Richtung. Und mit dieser Kundin habe ich ein paar Mal geredet und sie hat einen Volltreffer gelandet. Sie hat genau das gefunden, was sie gesucht hat. Sie hat kein Inserat, keine Kampagne, keine Agentur. Sie hat das selber gemacht. Es ist sehr, sehr einfach. Das heißt, Fokus ist meistens in der falschen Richtung. Heißt, wir schauen meistens auf das, was nicht möglich ist. Wir schauen meistens auf das, was schwierig ist. Und Fokus ist gleich Aufmerksamkeit, ist gleich Energie. Alles, was Energie bekommt, wächst, wird größer. Das ist ein Naturgesetz. Und wenn du deinen Fokus in Richtung, es ist möglich, es gibt einen Weg, auch für mich, es gibt eine Möglichkeit. Wenn du deinen Fokus in diese Richtung ändern kannst, dann bist du schon viel, viel weiter. Und der zweite gravierende Fehler. Die meisten konzentrieren sich auf die Hardware beim Mitarbeitersuchen. Das heißt, sie fragen sich, muss ich mehr Inserate schalten? Brauche ich eine bessere Agentur, die für mich Mitarbeiter findet? Brauche ich mehr Anstrengung? Soll ich vielleicht ein großes Plakat auf die Firmenfassade hängen? Das machen wirklich sehr viele. Oder sie beschriften alle ihre Firmenwagen mit "Wir suchen dich". Wir suchen Gesellen, wir suchen Lehrlinge. Und da wiederum, der Fokus geht in die falsche Richtung. Wir suchen, und da entsteht etwas, das gravierend ist. Es entsteht ein intensives Mangelbewusstsein. Und aus Mangel ist noch nie Fülle entstanden. So, wenn wir den Fokus in die richtige Richtung lenken, das heißt, es ist möglich, welche Möglichkeiten haben wir, können wir vielleicht in der Software arbeiten, heißt, in der Interaktion mit Menschen, welche Menschen kenne ich, können wir vielleicht unter den Mitarbeitern mal drüber nachdenken, was könnten wir tun? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und für alle Unternehmer haben wir bis jetzt Möglichkeiten gefunden. Es gibt sie für alle. Und der Aufwand ist meist sehr gering. Das heißt, konzentriere dich nicht auf die Hardware. Das heißt, welche Inserate, welche Plakate, sondern welche zwischenmenschlichen Möglichkeiten hast du? Was kannst du tun? Wie kannst du dich vernetzen? Und wenn du das machst, dann hast du gleich zwei Blockaden gelöst. Fokus in der richtigen Richtung und du gehst weg von der Hardware zur Software. Genau darum geht's. Und wenn du dann noch die richtigen Impulse setzt, das heißt die für dich stimmigen Impulse, dann findest du garantiert genau das, was du brauchst. Ein Kunde, der hat 250 Mitarbeiter, hat 5 Geschäfte und hat zu mir gesagt, Mitarbeiterproblem.
haben wir keins. Wir machen kein Inserat, keine Kampagne, wir machen nichts. Wir sind einfach gut vernetzt. Und der hat ein ganz individuelles System entwickelt, wie er zu neuen Mitarbeitern kommt. Es funktioniert in jeder Branche, überall und auch jetzt. Und wenn du Hilfe brauchst, schreib mir, ich helfe dir. Und glaub niemals, dass es nicht geht. Es ist möglich, es ist jetzt möglich und es ist branchenunabhängig möglich. Hau rein!